Augusti lõpus pussitati Saksamaa idaosas asuvas Chemnitzi linnas surnuks 35-aastane Saksa mees, milles kahtlustatuna peeti kinni iraaklane ja süürlane. See tapmine on viimaste nädalate jooksul tänavatele toonud tuhandeid inimesi immigratsioonipoliitika vastu meelt avaldama. Meeleavaldustel osalejate mobiliseerijateks on immigratsioonivastased rühmitused, mida on pärast 2015. Aastal alanud pagulaste massilist sisserännet Saksamaal hulganisti tekkinud. Radar käis Saksamaal, et aru saada, kes sellist rühmituste liikmed on. Kas paremäärmuslased ja neonatsid, nagu meedia neid nimetab, või lihtsalt oma koduma tuleviku pärast mures kodanikud. Kohtume noorte organisatsiooni Identitseere Bewegung ehk identiteedi liikumine juhi Daniel Fissiga Berliini teletorni lähedal asuval Aleksandraplatsi väljakul, mis tema sõnul on migrantide tõttu üsna ohtlikuks kohaks muutunud. Es im letzten Jahr mit der schwerpunktmäßig am größten betroffene Platz von Kriminalität gewesen. Und wie man hier auch jetzt insgesamt sehen kann, gibt es hier sogar am Alexanderplatz eine eigene Polizeiwache. Und gerade dieser Platz ist jetzt hier sehr konkret eigentlich schon ziemlich stark von Kriminalität und auch insbesondere von Migrantenkriminalität in vielen Teilen betroffen. Zum Beispiel bei dem Haus dort hinten haben wir auch einen Schwerpunkt, sag ich mal, des Drogenhandels, der insgesamt auf diesem Platz stattfindet. Und das sind halt so die einzelnen Deliktarten, die halt hier auch auf dem Platz sozusagen präsent sind. Das Komische, was mich halt immer ein bisschen verwundert, ist vor allem gerade, dass man hier jetzt zum Beispiel auch sieht, da ein Polizeiauto, da hinten ein Polizeiauto. Da vorne sieht man sogar gleich drei Wannen von Polizei. And it's not normal at every place in Berlin, it's only on the Alexanderplatz in Germany. Turvalisuse pärast on mures ka Poola piiri ääres asuva Tartu-suuruse Kotbussi linna elanikud, kus tegutseb rühmitus Zukunft Heimat, ehk tuleviku kodumaa. Diese Migranten treffen sich in Gruppen, sie sind in der Innenstadt präsent und allein durch diese Präsenz in einer größeren Gruppe, eben auch ganz couragierte junge Mädchen und junge Frauen sagen, dass sie abends nicht mehr alleine durch die Straße gehen, dass diese Selbstverständlichkeit, sich auf Straßen und Plätzen, in Schwimmbädern zu bewegen, verloren gegangen ist, dass man sehr vorsichtig ist, dass man sich umsieht, wo ist man, mit wem ist man und vermeidet, alleine abends durch diese Straßen zu gehen. Das ist der Verlust an innerer Sicherheit, der eklatant ist und der ja nicht nur in Cottbus ist, der ja überall im Land zu spüren ist, in vielen Städten, eigentlich landesweit. Selle aasta alguses korraldas Zukunft Heimat Cottbusis samuti suuri meedia tähelepanu saanud immigratsioonivastased protestimarsse. Jaanuaris otsustati, et linn enam uusi migrante vastu ei võta. Saksimaa liiduma pealinnas Dresdenis kohtume Saksamaa suurima patriootliku kodaniku liikumise 1% ehk 1% aktivistiga. Selle islamiseerumisvastase rühmituse büroo asub vanas sigareti tehases, mille arhitektuur on iroonilisel kombel väga sarnane mošeega. During the Second World War, when most of Dresden was destroyed, this building survived somehow, and now it's heroes and has a restaurant. Meid vastu võtnud noormees Volker Serke on ka üks peamisi identiteediliikumise aktiviste. Tema arvates on Chemnitzi järel toimunud meeleavalduste põhjus lihtne. Inimestel on mõõt lõplikult täis saanud. Und die sehen diese krasse Dissonanz zwischen dem, was die Politiker sagen und zwischen dem, was sich in ihrer Realität abspielt. Dazu muss man nur mal 10 Minuten in der U-Bahn in Berlin fahren, um zu wissen, dass diese Multikulti-Utopie einfach nicht funktioniert. Ja. Und das ist halt die Lebensrealität von vielen Bürgern geworden. Diese multikulturelle und globalistische Gesellschaft führt in einen Kampf aller gegen alle, und zum Verlust der sozialen Sicherheit und zum Verlust der Identität, der Geborgenheit, der Heimat, all dessen, was der Mensch braucht. Deswegen kommen Leute wie wir hier zusammen.
die Jahre und Jahrzehnte lang überhaupt nicht politisch aktiv waren und diesen den professionellen Politikern das Feld überlassen hatten. Deswegen werden wir aktiv, weil wir merken, die Welt, in die wir geführt werden sollen, ist keine Welt mehr, in der wir uns wohlfühlen. Wir machen uns Sorgen, was aus unseren Kindern und aus unseren Enkelkindern wird. In welchem Land sollen die in Zukunft leben? Das sind die Leute, die in großer Zahl protestieren. Es gab in Chemnitz ja dann eine Woche nach dem Mord einen großen Trauermarsch, an dem 10.000 Menschen teilgenommen haben. Und da waren auch einige von uns dabei. Und ich vermute, die werden Ihnen bestätigen, das sind Leute, die auch in Cottbus demonstriert haben, eben wirklich, was wir sagen, die Mitte der Gesellschaft. Ganz normale Menschen, die nichts weiter wollen. Oma immigratsioonivastasest maailmavaatest ei tee saladust ka pisikeses klooster Vesra külas poodi ja külaliste maja pidav ettevõtja Tommy Frank. Ja, das ist hier unser Gasthaus. Wir haben hier 35 bis 40 Plätze. Hier können Sie jeden Tag von 11 Uhr an Essen kommen. Und gibt es leckere Burger und leckere Schnitzel, sind wir sehr bekannt dafür. Und hier hinten haben wir nachher mal einen kleinen Verkaufsraum. Und wenn Sie dann was brauchen, können Sie natürlich da auch noch hingehen und sich ein Shirt oder CD oder irgendwas anderes mitnehmen. Ja, wir haben über 8000 Artikel, die sind nicht alle hier, weil wir natürlich nicht so viel Platz haben. Aber die besten Sachen, die am meisten gehen, die sind natürlich hier. So, what does that mean? HTLR und dann Schnitzel. HTLR, genau. Schnitzel. Nicht Hitler. Nein, da haben wir natürlich noch die Erklärung auch für Sie hier drüben auf dem Shirt. Das ist so ein bisschen... Es soll ja vorgekommen sein, dass es da Missverständnisse gibt. Mhm. Und deswegen haben wir das auch nochmal drunter geschrieben, was es genau heißt, damit eben die Leute nicht irgendwas Falsches denken können. Mhm. Also es gab da das Motiv 1 und wie gesagt, da gab es ja immer wieder Verwirrungen und auch Medienberichte. Und deswegen haben wir gesagt, okay, manche Leute, die verwechseln das mit euch und was. Und deswegen nochmal die Erklärung auch unten drunter. Nagu Tommy kirjeldab, siis see tähekombinatsioon HTLR, mis võiks tunduda, et on ühe kunagise diktaatori nimi, ei tähenda seda sugugi mitte. Has there been any confusion about it, that people think that the HTLR means something else like Hitler? Also es gibt immer welche, die irgendwas anderes behaupten, die sehen ja auch in manchen Zahlen immer irgendwas Komisches. Und ich habe ja extra, wie gesagt, schon drunter geschrieben, was es heißen soll. Und wer immer noch was anderes denkt, ja, das ist halt dann jedem selbst überlassen. Tähekombinatsioon HTLR on tema sõnul lühend sõnadest, mis tõlkes tähendavad kodumaa, truudus, lojaalsus ja respekt. Ka järgmise eksemplari puhul räägib Tommy Frank stoilise rahuga oma versiooni. Wer ist Adolf? Keine Ahnung, kann der Opa sein, kann jemand anders sein. Das ist einfach nur ein Name. Da kann ja auch wieder ein anderer Name rein. Peidetud sõnumid leiab siin mitmeid selline... T-särkus on kirjas 88, viitab 8. tähele tähestikus, ehk siis H-H või siis Heil Hitler. Nein, das ist einfach nur 88. Wir haben ja auch, wie gesagt, wenn Sie jetzt kommen und sagen, Sie möchten eine 14 drin haben oder eine 18 oder eine 77 oder eine 99, dann drückt man Ihnen das alles rein. Das haben wir hier auf Lager, weil es die meisten Leute kaufen wollen. Und warum die Leute das kaufen, müssen die Leute selber fragen. Ich weiß nicht, haben die eine Oma, die 88 geworden ist, sind sie Jahrgang 88? Kann viele Gründe haben, warum sie sich sowas kaufen und von daher müssen sie die Leute immer selber fragen, die das dann anhaben oder kaufen, warum sie das halt haben. Riigis, kus on maailma ühed karmimad vihakõne seadused ja kus ei tohi teha avalikke viiteid natsi Saksamaale, räägivad need padjad küll ise enda eest. Provokatiivsete sõnumite ja sümbolitega kaupamüüv ettevõtja Tommy Frank räägib kõik disainid oma juristiga läbi, et seadusega mitte pahuksisse minna. Näiteks võib seda Wehrmachti kotkaga pluusi pidada lihtsalt jalkasõbra fännisärgiks. This is not referring to no, Nazi Germany. Das ist okay. Okay. Es wäre verboten mit Hakenkreuz unten drunter, aber nicht so. Aber mit Fußball ist okay. Ja, ich könnte auch eine rosa Lampe reinmachen, wenn ich das möchte, aber würde bei dem Shirt keinen Sinn machen. Are you also angry white man? Ja, jeder, der hier aktuell die Politik anschaut, müsste ein
verärgerterweise ein Mann sein. Oder Frau natürlich, gibt es natürlich auch mit Frau. Die Meinung von uns ist natürlich, dass das Blut der ganzen Opfer, ja, die ganzen Einzelfälle, sind damit gemeint, die ganzen Einzelfälle. Und deswegen danke, Angela. Und es ist natürlich damit ausgedeutet, an ihren Händen klebt Blut. Ist das popular shirt in a store? Das geht auch, ja. Aber natürlich will nicht jeder die Merkel auf dem, als Aufkleber geht's besser. Frank müüb oma poes veel muudki eluks vajalikku kraami. Näiteks saab siit matkale minekuks jahinugade komplekti kaasa osta. Es ist ganz tödlich. Selbstverständlich, ja, aber damit soll man ja keinen Tod machen oder so. Wir sind hier auf dem Land. Das ist ein Survival Knife. Die ganzen Sendungen sind ja stark im Kommen, sehen Sie auch. Wenn Sie bei uns den Sender D-Max kennen oder so, Bear Grylls und die ganzen Leute. Und da ist natürlich sowas stark im Kommen und jeder will Survival Kits haben oder andere Ausrüstungsteile für sowas und dann wird sich sowas bestellt. Tõmbame siit aga teema pisut laiemaks. Võib öelda, et rahva hulgas kasvab rahulolematus immigratsioonipoliitikaga, millega kaasnevad ka suured protestimarsid ja radikaliseerumine on kõige suurem teema Saksamaa sisepoliitilises heitluses. Chemnitzis toimunud sai suurt tähelepanu ka Bundestagis, kui eelmisel teisipäeval rahvasaadikud pärast suvepuhkust oma uut istungjärku alustasid. Teema tõstatas Bundestagi esimees Wolfgang Schäuble, kes ütles, et ta ühelt poolt küll mõistab, miks inimesed tänavale protestima tulid, aga hoiatas paremäärvusluse trivialiseerimise eest. Ta tõdes, et viimaste nädalatega on ebakindlus rahvahulgas kasvanud ja see kõik lõhestab ühiskonda. Sama seisukohta jagab ka pagulaste õigusabi kliiniku juhataja ja liidupäeva sotsiaaldemokraatide nõunikuna töötav Maximilian Öel. Gerade Chemnitz und gerade der Umgang der AfD und der Umgang auch der identitären Bewegung aller rechten Akteure mit Chemnitz, mit solchen Ausschreitungen wie dort, zeigt, dass all diese Gruppen kein Interesse daran haben, den demokratischen Diskurs, am demokratischen Diskurs zu partizipieren, sondern sie wollen ihn vor sich hertreiben für ihre eigenen Zwecke. Sie sind Feinde der Demokratie. Und das ist das, was wir alle langsam endlich mal begreifen müssen. Man kann sich halt in Deutschland ganz offen und ehrlich als links bezeichnen. Aber wenn ich mich jetzt hier und heute auf diesem Platz als rechts bezeichne, werde ich komplett verachtet. Und zu einer Demokratie gehören halt eben linke wie auch rechte Positionen einfach dazu. Und das ist in Deutschland gerade nicht der Fall, weil rechte Positionen extrem unterdrückt werden. Und deswegen sind wir halt auch, sag ich mal, hat man vielleicht Angst vor uns, dass wir eben auch ein Stück weit demokratischen und pluralen Diskurs innerhalb der Gesellschaft wieder voranbringen. Es geht den Rechten nicht um Migration, es geht den Rechten nicht um Flüchtlinge, es geht ihnen nicht darum, dass wir Probleme haben in unserem Land, weil sie wissen selber ganz genau, dass dieses Land gut funktioniert und genauso gut funktioniert wie 2015. Es geht darum, dieses Thema im Endeffekt zu missbrauchen für die eigenen politischen Ziele. Und diese eigenen politischen Ziele bedeuten eine grundlegende Veränderung, wenn nicht gar eine Abschaffung unserer pluralistischen Demokratie. Und sie nehmen dieses Thema Migration und irgendwie diese ganzen Kriminalitätsgeschichten, damit die Leute emotionalisiert werden, damit sie sich wieder für dieses Land begeistern. Siin ongi statistika kahetine. Möödunud aastal langes riigis üldine kuritegevuse statistika viimase 30 aasta madalaimale tasemele. Samas tõdevad enam kui 40% sakslastest, et tunnevad end riigis vähem turvaliselt kui mõned aastat tagasi. Wird es einfach festmachen an unserer letzten Dokumentation, die wir rausgebracht haben, wo wirklich auch festgestellt werden konnte, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei wirklich kein Interesse daran hat, solche Fälle, in denen Migranten die Täter sind, die wirklich ordnungsgemäß aufzuklären. So, da brauche ich eigentlich keine Zahlen, um das zu begründen. Das zeigt einfach nur, dass es hier einfach ein Problem gibt in Deutschland. Und wenn ich das nicht statistisch festmachen kann, dann ist das erstmal egal. Das geht ja auch dann auch nur um den jeweiligen Fall, ja. Sellest suurema ohuna toob Maximilian Öel välja nende samade parempoolsete kodanikuliikumiste mõju kasvu ühiskonnas. Also oft sind es die gleichen Menschen, die davor Neonazis waren und jetzt sagen, nein, wir sind einfach nur patriotische Deutsche. Und es ist klug, ja? Wir sind klug, das muss man ihnen lassen, ja? Die AfD wäre nicht so erfolgreich gewesen, die Rechte wäre nicht so erfolgreich, wenn sie nicht diese Strategie, ja, klug aufgesetzt hätten. Aber sie haben im Endeffekt, zum Beispiel früher sind Neonazis mit der schwarz-weiß-roten Flagge marschiert. Ja? Diese alte Fahne aus dem Kaiserreich, ja? Weil die Neonazi-Flagge, die Nazi-Flagge verboten ist. Deswegen haben sie schwarz-weiß-rot als Farben genommen, um zu suggerieren, dass sie nicht zu dieser Demokratie gehören. Mittlerweile auf den rechten Demos sieht man die schwarz-rot-goldene Flagge. Ja? Und sie suggerieren eben, sie sind die Patrioten. Und das ist das, was ich vorher meinte. Es ist einfach, es gibt ein Vakuum, wo die Leute sich nicht identifizieren wollen
oder einfach ein Problem haben, ihre Identifikation mit diesem Staat zu artikulieren, sie auszuleben und sie auch wirklich in Engagement und auch in eine politische Kraft umzumünzen. Und deswegen auch alleine, man muss sich ja nur die Namen anhören, ja? Identitäre Bewegung, Zukunft Heimat, das sind die richtigen Themen. Aber die Ziele sind immer noch dieselben. Die Ziele sind immer noch die, ein nationalistisches Land zu schaffen, das im Endeffekt unterscheidet Menschen nach ihrer Herkunft. Das ist so langweilig, das kennen wir schon immer, seit Jahren und Jahrzehnten. Wenn die Argumente fehlen, dann muss halt die Nazi-Keule her. Wir sagen aber ganz explizit, wir sind keine Extremisten, also wir wollen hier nicht die staatliche Ordnung oder Ähnliches umstürzen. Wir sind vielleicht in unseren Positionen in Teilen radikal, wobei radikal jetzt auch grundsätzlich erstmal nach der deutschen Wortherkunft nichts Schlimmes bedeutet. Oder auch rassistisch haben wir bei uns, also ich seh die identitäre Bewegung nicht als rassistisch an, weil wir eben nicht die Menschen an sich aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens irgendwie diskriminieren, sondern wir sehen halt eben einen politischen Faktor, dass halt, sag ich mal, durch Massenimmigration halt auch kulturelle, soziale Probleme innerhalb einer Gesellschaft entstehen können und wir dafür aber nicht die Migranten verantwortlich machen, sondern eben im Endeffekt die Politik, die diesen Zustand zulässt und halt auch das Problem insgesamt ignoriert. Tommy Frank tunnistab, et tema tooted ei kutsu just üles ligimese armastusele ja ühtekuuluvusele. Kuid selle põhjal teda neonatsiks pidada ei saa. Was ist denn die Definition von Neonazi? Heutzutage ist ja jeder durch die Presse Neonazi, der ein Stück weit rechts der CSU ist oder der eine andere Meinung hat. Deswegen, ich mache mich da ganz wenig an Begrifflichkeiten fest. Ich würde eher sagen, hier treffen sich die normalen Leute und die normal denkenden Leute. Would you say that you are or you are not a Neonazi? Ja, ich würde sagen, ich bin eigentlich ein normal denkender Mensch. Also ich sage das auch, mir ist das wurscht, als was mich die Presse bezeichnet. Für die einen bin ich ultrabraun, für die nächsten bin ich ultrarechts. Dann bist du Nazi, dann bist du ein Rechtspopulist. Also ich habe schon jeden Begriff mittlerweile an den Kopf geworfen gekriegt und mir ist das wurscht, als was die mich bezeichnen. National bin ich natürlich, Patriot bin ich natürlich. Ich bin aber auch Europäer, aber für ein Europa der Länder. Also jetzt nicht die Europäische Union, wie sie jetzt ist. Also bin ich auch pro Europa. Also wie Sie sehen, ist das nicht so einfach in ein Wort zu fassen. Und die Medien machen es sich immer einfach oder politische Gegner oder andere Leute und sagen, ja, der ist zu rechts, das ist ein Neonazi. Das ist halt Schubladendenken, was halt überhaupt nicht mehr, keine Relevanz mehr hat, finde ich. Uus natsiks sildistamise pärast pahane mees kannab kohtumise ajal särki kirjaga viha ühiskond ja tema baarimähe särgil on sõnum valgete ülemvõimust. Samuti võib tema poes märgata ka musta päikese sümbolit, 12 kodaraga päikese ratast, mida kasutas natsi Saksamaa kaitsemalev ehk SS. See on alternatiiv keelatud haakristi sümbolile. Ka iseseisvusliikumise logo puhul on välja toodud selle sarnasus kolmanda riigi Sturmabteilungi ehk rünnakrühmaga. Ja, die Nazis, die NSDAP kam auch teilweise wahrscheinlich gut bürgerlich daher. Und wirkte sehr staatstragend und sehr moderat und gut frisiert und gut angezogen und ein bisschen hip und was auch immer. Ja? Diesen Nazi-Vorwurf, den kann man ja abtun, weil heutzutage wirklich alles als Nazi gebrandmarkt wird, was irgendwie einwanderungskritisch ist. Das hat aber auch mit einer gesellschaftlichen Verschiebung zu tun. Also Sachen, die wir heute sagen, die eben als rechtsradikal, rechts oder gleich Nazi abgetan werden, das sind Sachen, die 2002 noch im Programm der CDU gestanden sind und die auch Merkel gesagt hat. Also es gibt sicherlich viele Leute, die da mitgelaufen sind, die nicht unbedingt aus dem neonazistischen Milieu kommen. Ja? Wobei ich gar nicht weiß, ob das so viele sind, weil die Neonazis und überhaupt die Rechte mittlerweile einfach sehr, sehr stark darin ist, schnell zu mobilisieren. Sie sind gut organisiert, sie sind entschlossen, sie sind leidenschaftlich, kämpfen für ihre Sache. Und ich glaube trotzdem, dass Leute, die davon irgendwie unbetroffen sind, ja, die einfach bei so einer Demonstration mitgehen, spätestens in dem Moment, in dem sie sehen, da werden Hitlergrüße gezeigt, da werden Migranten angegriffen, spätestens in dem Moment muss man sagen, okay, ich will mit dieser Geschichte hier nichts zu tun haben, weil das ist jenseits vom demokratischen Diskurs. Kõik radariga suhelnud aktivistid ütlesid, et nad ei kiida heaks, et protestidel mõni mees Hitleri tervitust tegi. Sellise asja juhtumise puhul võib tegu olla kahte sorti inimestega. Das eine sind wirklich Dummköpfe. Dummköpfe, und die man in einer bestimmten Prozentsatz immer hat. Aber die sind eben nicht prägend. Die sind nicht das Typische für die Demonstranten, sondern das sind Randfiguren, Randerscheinungen. Da gibt es welche, die sind unverbesserlich dumm. So, und dann gibt es welche,
die machen das bewusst und sind Provokateure und sind eigentlich von der anderen Seite. Zum Beispiel gibt es das Bild eines Mannes in Chemnitz, der den Hitlergruß zeigt. Und dann kann man auf dem Foto erkennen, dass auf seinem Handrücken eintätowiert ist RAF, das ist die Rote Armee-Fraktion. Das ist eine linksextremistische Mörderbande der 70er Jahre in der Bundesrepublik. Und auch es gibt auch das Aussehen dieses Mannes, spricht eher dafür, dass es ein Linker ist, der provoziert hat, der sozusagen die Proteste diskreditieren und delegitimieren will. Auch das, damit muss man immer rechnen, dass es dann durchaus auch Organisationen gibt und Gruppen gibt, die einfach den friedlichen Protest, der von der Mehrheit und Masse der Bürger getragen wird, auf diese Weise zu zerstören versuchen, dass sie eben mit neonazistischen Parolen oder Zeichen arbeiten, die überhaupt nicht das wiedergeben, was die Mehrheit, die ganz überwältigende große Mehrheit der Demonstranten vertritt. Kokkupõrked vasakäärmuslastega ongi neil üsna igapäevane. Isegi meie intervjuu ajal sekkub vestlusesse politsei patrull, kes sai väljakutse, et aktivistide kontoris on jälle midagi toimumas. Seekord oli aga vale häire. Kristof Pert väidab, et vasakradikaalid käivad üsna tihti seda kohta rüüstamas. Küll visatakse maja fassaadile värvipomme või valatakse lukuauk liimi täis. Seda, et parempoolne poliitika Saksamaal aina enam rahva toetust võidab, kinnitab ka protestipartei Alternatiiv Saksamaale, ehk AfD rekordkõrge 17%-line reiting. Diese Partei hat das geschafft, wonach die Neonazis, die Republikaner, die NPD sich lange, lange gesehnt haben. Und das ist ein Schulterschluss zwischen Neonazis und zwischen erzkonservativen Rechten. Und deswegen ist sie so populär und so stark geworden. Und je länger die Politik einfach nichts tut und gleichzeitig sich die Lage für die einfachen Leute verschlechtert, desto mehr Leute wird das halt auch in die Arme der AfD oder der Schwedendemokraten treiben. Kuna AfD on samuti üks Chemnitzis toimuvate protestide korraldajatest, püüdsime ka nendega sellest teemast rääkida. Kahjuks ei soovinud partei riigis toimuvat kommenteerida. Parempoolse maailmavaate tõusu kinnitab ka Tommy Frecki Jari Õitseng. Tendenz ist nach oben steigend, also die Kurve geht bergauf. Das ist auch dieses Jahr, wenn wir wieder 30% mehr Umsatz machen. Also ich habe da keine Statistik, wie viele Leute das insgesamt sind, aber es ist schon keine kleine Firma mehr. Poest leiame ka midagi kodumaist. Plaadi valikus on uhkelt esindatud Eesti esimese skinhead-bändi PVA värske album. PVA, das ist die aus Estland. Ist ja ihre Fahne, ne? Oh, ja. Ja. Und ich weiß gar nicht, vielleicht sind die Texte auch, ich weiß nicht, ob sie jetzt Englisch sind oder auf. Müsste man mal schauen. Das sind die Jungs aus Estland eben hier. Teemegi nüüd kiire põrke Eestisse. Kaitsepolitsei kinnitab, et ka meil on siin üksikuid isikuid, kes pingeid luua üritavad. Peamiselt on need olnud seotud Venemaa mõjutustegevusega, et Eestile natsi silti kleepida. 2016. aasta Kaapo aasta raamatus on kirjeldatud juhtum, kus näiliselt tavaline kodanik tuli üle piiri. Vahetas see järel riided ja paljastas oma kehal tätoveeritud natsisümboolika. Seda selleks, et meediakanalid saaksid teda filmida osalemas eestimeelsel üritusel. No, olukorda tõepoolest, kus Eestisse on sellist avalikku natsi vaja importida, on vast kõnekas iseenesest, et äärmuslasi Eestis on, see on pigem indiviidi tasandil ja ei ole liikunud ega arenenud selliseks, et see hakkaks riigi julgeolekule ohtu kujutama. Palusime Saksamaal toimuvaid ühiskondlike protsesse kommenteerida ka Saksamaa asjatundjal Peeter Helmel, kes ütleb, et aastakümneid vasakpoolsete ja tsentristide juhitud riigis ongi väga kerge nii-öelda natsikaart välja tõmmata. Seda kasutatakse väga kergekäeliselt, liiga kergekäeliselt ja see tekitab tõepoolest olukorra, kus väga paljud inimesed, kes ühes normaalses riigis, kui nii tohib öelda, nimetaksid ennast parempoolseteks, leiavad ennast paremäärmuslikust nurgast, kus nad tegelikult üldse olla ei tahaks ja kus nad mõne teise riigi mõõdupuude järgi ka ei ole. Nii et selles mõttes on tõesti Saksamaal üks väga huvitav olukord, mille on osaliselt loonud ikkagi CDU oma aastakümneid väldanud poliitikaga, mille sisu seisnes selles, et CDU võitles edukalt ja aktiivselt kõigi poliitiliste liikumiste vastu, mis üritasid ennast luua CDU-st paremal. See on loonud olukorra, kus Saksa poliitika on väga vasakule kreeni,
nii nimetuste kui sisude mõttes ja selle tõttu leiavadki paljud inimesed, kelle jutte me siin saates ka kuulsime, et nad on kuidagi asjatult äärmusliku nurka aetud, kuigi tegelikult üritavad nad võib-olla ka ise seda teadvustamata Saksa poliitikat natuke rohkem nii-öelda tasakaalu nihutada. Kahtlemata neonatsid kasutasid seda ära, neil on hea meel, et selline olukord on, aga need meeleavaldused Chemnitzis, mis ei ole sugugi mitte läbi, vaid nad tegelikult jätkuvad. Need ei ole kindlasti kokku võetavad see nii lihtsustama mütsi alla nagu paremäärmuslased või neonatsid. Pigem on siin ikkagi väga erinevat sorti rahulolematusega tegu, mis lihtsalt leiab nüüd ventiili sellises vormis tänu sellisele sündmusele.